Im heutigen Rezeptvideo möchte ich euch zeigen, wie ihr eine gesunde Kokosleckerei vegan und fast rohköstlich selber herstellen könnt. Diese Kokosleckerei, die erinnert sehr an das konventionelle Bounty. Doch aus welchen Zutaten besteht denn das konventionelle Bounty? Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht im Internet, das kann man ja googeln. An erster Stelle steht Zucker, dann Kokosraspeln, Glukosesirup, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Emulgatoren wie Sojalecithin und E471. Und wenn man dann weiter recherchiert, E470 sind Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Weiterhin besteht das Bounty aus Milchzucker, Butterreinfett, Molkenpulver, Feuchthaltemittel, Glycerin, Salz und natürliches Vanilleextrakt. Dieses Bounty, was ihr hier seht, besteht nur aus gesunden Zutaten und kommt mit viel, viel weniger Inhaltsstoffen aus. Aber seht selbst. Hier seht ihr die gesunden Zutaten für ein veganes Bounty. Um ein Bounty zuzubereiten, benötigen wir natürlich Kokos. Und hier seht ihr Kokosstückchen. Und als nächstes zeige ich euch erstmal, wie ich diese Kokosstückchen hergestellt habe. Für das Bounty benötigt ihr so eine braune Kokosnuss. Die gibt es fast überall, fast in jedem Supermarkt, fast in jedem Bioladen. Und ich empfehle natürlich Bio-Kokosnüsse. Diese Kokosnuss ist jetzt schon geöffnet. Die hat unser lieber Mitbewohner, der Henry, geöffnet. Und er war ein bisschen schnell. Ich wollte eigentlich noch die Kamera zücken und euch mal zeigen, wie man so eine Kokosnuss öffnet. Also ihr seht, die Kokosnuss besteht aus drei Teilen. Da gibt es immer hier so eine Art Naht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist noch eine Naht. Und an eine dieser Naht kann man dann diese Kokosnuss öffnen, am besten mit einem Kokosnussbeil oder mit einem Hammer, dass man eben auf so eine Naht schlägt und irgendwann gibt es nach, muss man sie ein bisschen testen, dann kann man innerhalb einer Minute so eine Kokosnuss öffnen. Es gibt, wenn ich mich recht erinnere, auf dem YouTube-Kanal Raw Future von Marlon ein Video, wo er zeigt, wie man innerhalb von einer Minute diese Kokosnuss oder so eine braune Kokosnuss öffnen kann. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Ihr seht, hier gibt es gelbe Flecken in der Kokosnuss, die ist nicht schlecht. Wir haben gestern noch einen frischen Saft gepresst mit Kurkuma und da ist so ein bisschen Kurkuma hier rangetropft. Also ihr seht, die Kokosnuss ist halbiert und was ich jetzt als nächstes machen werde, ist dieses Kokosfleisch natürlich aus der Schale lösen. Das sind jetzt hier die Kokosnussstücke und als nächstes werde ich diese braune Haut an diesen Kokosnussstückchen entfernen. Das ist aber optional, das muss man nicht unbedingt machen. Ich mag es lieber, wenn es entfernt ist. Bei guten Kokosnüssen, die noch nicht zu alt sind, ist das Ganze auch relativ schnell abgeschält. Ich möchte noch erwähnen, achtet bitte auf gute Qualität der braunen Kokosnüsse. Kauft am besten 2 oder 3 Stück, falls eine dann nicht mehr so gut ist. Wenn sie zum Beispiel seifig schmeckt oder ein bisschen unangenehm riecht, dann würde ich sie für dieses Bounty nicht mehr verwenden. Wirklich frische, braune Kokosnüsse, die angenehm riechen, die nicht seifig oder unangenehm riechen, für dieses Bounty verwenden. Als nächstes schneide ich die geschälten Kokosnussstücke in kleine Stücke. Weiter geht's mit den Zutaten. Das sind 200 Gramm Kokosraspel. Ich verwende die Kokosraspel in Rohkostqualität von Dr. Görg. Den Link setze ich euch unten in die Infobox. Das ist ein Teelöffel Vanillepulver. Das ist das Süßungsmittel für die Kokosmasse, das sind ca. 180 Gramm Datteln. Dann haben wir noch ein bisschen Fett, das sind 5 Esslöffel Kokosöl und hier noch ein bisschen Flüssigkeit, das sind ca. 150 Milliliter Kokoswasser. Ihr könnt auch das Kokoswasser aus der Kokosnuss nehmen, wenn es nicht zu seifig schmeckt, müsst ihr mal ein bisschen kosten oder ihr nehmt einfach Kokosnusswasser aus dem Glas oder aus dem Tetrapack. Ich verwende jetzt für dieses Bounty das Bio-Kokoswasser von Dr. Görg. Die Zubereitung des Bounty ist ganz einfach. Ich gebe die Zutaten bis auf das Kokosöl in meinen Hochleistungsmixer. Wer keinen Hochleistungsmixer hat, kann auch eine Küchenmaschine verwenden. Oder vielleicht habt ihr auch so einen kleinen Mixer wie den Foodmatic, den könnt ihr auch verwenden. Da müsst ihr dann einfach nur die Masse in mehreren Phasen dann mixen. Und jetzt einfach alle Zutaten mixen. Wenn ihr wie ich mit einem Hochleistungsmixer diese Masse zubereitet, dann immer auch mit dem Stößel arbeiten und mit mittlerer Geschwindigkeit. Die Bounty-Masse ist fertig. Ihr seht,
Die Bounty-Masse ist nicht so weiß, wie man das von dem konventionellen Bounty kennt, da ich ja eben mit Datteln gesüßt habe. Wer wirklich ein weißes Bounty herstellen möchte, der kann zum Beispiel auch mit Birkenzucker süßen, also diesen einfach mahlen, dass der so eine Puderzuckerkonsistenz hat und dann für dieses Bounty verwenden, dann noch ein bisschen mehr Flüssigkeit zugeben. Die Datteln haben ja auch eher eine feuchtere Konsistenz als Zucker und deswegen braucht ihr hier nicht so viel Feuchtigkeit oder ihr verwendet einfach Agavendicksaft. Oder ihr verwendet für das Süßen einfach weniger Datteln, zum Beispiel nur eine Handvoll Datteln, dann bleibt die Masse auch relativ weiß. Als nächstes gebe ich diese Bounty-Kokosmasse hier in eine flache Auflaufform aus Glas. Dann gebe ich das Kokoswasser hier noch dazu und vermische alles gründlich, schön gut durchmischen. Das Kokoswasser hat den Vorteil, dass dann später das Bounty nicht so krümelig wird. Also das Bounty soll dann auch im Kühlschrank aufbewahrt werden und so bleibt es schön fest und lässt sich auch gut schneiden. Die Kokosmasse habe ich jetzt in dieser Auflaufform ganz glatt gestrichen und zu einem echten Bounty gehört natürlich auch Schokolade und die bereiten wir jetzt zu, eine Glasur für dieses Bounty. Das sind die Zutaten für die Schokoglasur. Hier in dieser Tasse befinden sich Plättchen aus reiner Kakaomasse. Ich verwende die rohe Kakaomasse von Pit & Pit. Eines der Lieblingssüßigkeiten meines Jüngsten ist zum Beispiel so eine Kakaomasse, so ein Plättchen zu teilen und die Hälfte dann in eine Dattel zu stecken und das so zu essen. Das ist so ein bisschen ein Schokoladenersatz. Ihr findet den Link zu diesen Kakaomasseplättchen unten in der Infobox. Hier ist noch ein bisschen Kokosöl drin, verflüssigtes Kokosöl, das sind 2 Esslöffel. Hier in diesem Schälchen befindet sich ca. 1/4 Teelöffel Vanillepulver und 2 Esslöffel Karopulver. Ich verwende schon seit einigen Jahren dieses Karopulver in Rohkostqualität von Pure Raw. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Weiter geht's zum Süßungsmittel, das ist 1 Esslöffel Dattelsirup. Ich verwende aktuell den Dattelsirup von Rapunzel, den gibt es bei uns im Bioladen. Ich bin noch ein ganz großer Fan von Dattelpüree, von selbstgemachtem Dattelpüree. Man weicht Datteln in Wasser ein, sodass sie knapp mit Wasser bedeckt sind für 3 bis 4 Stunden. Dann mixt man das Ganze in einem Hochleistungsmixer und heraus kommt ein wundervolles Süßungsmittel, was man für verschiedene Süßspeisen verwenden kann. Leider nicht für Schokolade, weil sich ja Wasser und Fett nicht vermischt. Die Schokoladenmasse wird dann nicht mehr homogen und das wollen wir ja für Schokolade oder jetzt hier für diese Schokoladenglasur nicht. Alternativ zum Dattelsirup kann natürlich auch Kokosblütensirup verwendet werden, Yakon-Sirup, Agaven-Dicksaft. Es gibt ja verschiedene alternative Süßungsmittel. Als erstes wird die Kakaomasse in einem warmen Wasserbad verflüssigt. Die Kakaomasseplättchen sind jetzt geschmolzen. Das Kokosöl habe ich auch nochmal ins Wasserbad gestellt. Und jetzt werde ich alle Zutaten, also die Kakaomasse, das Kokosöl, die Vanille, den Karup und den Dattelsirup zu einer homogenen Schokoladenglasur mischen. Und fertig ist die Schokoglasur für das Bounty. Ihr habt ja gesehen, dass ich für diese Glasur Karopulver verwendet habe. Vielleicht kennen manche von euch Karopulver überhaupt nicht. Karopulver wird auch oft als Kakaoersatz bezeichnet oder auch verwendet, obwohl es ganz anders schmeckt als Kakao. Das wird auch aus Karopschoten hergestellt, Johannesbrotkernschoten. Und das hat so einen leicht karamelligen und auch leicht süßlichen Geschmack. Und wenn man etwas mit Karop zubereitet, dann kann man sich auch ein bisschen Süßungsmittel einsparen, weil ja Karop an sich auch schon leicht süßlich schmeckt. Das ist jetzt hier so eine zartbitter Schokoladenglasur. Wer das Ganze noch süßer möchte, der erhöht einfach den Anteil des Süßungsmittels. Und diese Schokoglasur gebe ich jetzt hier über diese Kokosmasse und streiche alles glatt. Das Bounty ist jetzt fast fertig. Ich stelle jetzt diese Glasschale noch für mindestens 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Dann wird die Glasur fest und auch die Masse, die Kokosmasse, da ist ja Kokosöl dabei, die wird dann auch ein bisschen fester und ist dann beim Zerschneiden der Bounty-Stücke nicht zu krümelig. Nach 2 Stunden ist das Bounty fertig. Ich habe das Bounty jetzt angeschnitten, ihr seht, ich habe so kleine Stücke rausgeschnitten und so sieht das Ganze dann aus. Vielleicht werden manche von euch jetzt denken, naja, Bounty ist ja eigentlich eher ein Schokoriegel.
also eine Kokosmasse mit Schokolade ringsherum. Wie ihr seht, ist es auch mit diesem Rezept überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt einfach noch ein paar Stücke aus der Auflaufform geschnitten, so ein bisschen Bounty-mäßig, also ein bisschen wie ein Riegel sieht das aus, kleinere Riegel. Habe jetzt nochmal die Menge an Schokoglasur nochmal gemacht, also die doppelte Menge, wie ich es im Video gezeigt habe. Und habe jetzt diese Stücke ringsherum mit Schokoladenglasur versehen. Der Vorteil dieser gesunden, veganen Kokosnascherei liegt klar auf der Hand. Man kommt nur mit ganz wenigen Zutaten aus. Man benötigt keinerlei Industrieprodukte wie Magermilchpulver, Emulgatoren, Feuchthaltemittel oder Molkenpulver, was hier auch so ein Abfallprodukt ist. Man benötigt auch kein natürliches Vanilleextrakt, was natürlich auch künstlich ist, sondern wir verwenden richtiges Vanillepulver. Und es ist eben auch vegan, natürlich, mit wenigen Zutaten. Und es schmeckt sehr, sehr gut und man braucht dazu auch keinerlei tierische Produkte. Das muss absolut nicht sein. Der Nachteil könnte vielleicht sein, dass man diese Kokosnascherei kühl aufbewahren sollte, damit die Schokolade fest bleibt und dass diese Kokosmasse nicht zu krümelig wird. Liebe Freunde von mir aus München, ganz, ganz liebe Grüße, die haben mich zu diesem Rezept inspiriert und die haben dann dieses vegane Bounty immer ins Tiefkühlfach gestellt. Das wird dann auch nicht richtig fest, also das gefriert auch nicht richtig, aber es hat dann die optimale Konsistenz, um das Ganze zu schneiden. Ich habe das, wenn ich das jetzt zubereitet habe, nie ins Tiefkühlfach gestellt. Der Kühlschrank hat dann auch immer ausgereicht. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachahmen und Schlemmen.